Moin und willkommen zurück zu Deep Rock Galactic Survivor. Ich denke, wir starten direkt wieder rein. Haben ja quasi ein paar Verbesserungen vorgenommen. Schauen wir mal, ob das was bringt. In die vorletzte Welle kommen wir schon mal rein. Also ist im Grunde ja die vorletzte Ebene. Gold sammeln. Bedeutet das, man muss das auch auf dem Konto haben oder reicht das, das mal eingesammelt zu haben? Mal schauen. Just a classic scout. Don't mess with perfection. We're sending you in to take out a Dreadnought. Get it done, Miner. We're all counting on you. So, legen wir los. 6 Proben einzusammeln. Mal gucken, was passiert, wenn wir das schaffen, mal alle einzusammeln. Now it's my favorite color. Ich habe jetzt gar nicht genau gelesen. Huck. Ich weiß gar nicht, was das macht. Ich habe nur gesehen, episch. Das Gewehr nehme ich mal. Haben. Okay, es ist also nicht zwingend immer dieselbe Reihenfolge. Ich will aber eigentlich nicht auf Kälte, ich würde gerne wieder auf Blitz, deswegen nehme ich einmal das. Neue Waffe. Gucken, was die bringt. So, ich werfe mal bitte noch ein bisschen mit hier beim Abbau. Machen sie aber nicht. Schweine. Aber doch, doch haben wir. Dann. Ah ja. Darüber bekommt man die also. Hat man erweitert eigentlich immer so eine Art Kartendeck, kann man sagen. Nehme ich mal an. Das habe ich auch bei anderen Spielen schon gesehen. So ändert sich die Auswahl von Runs or Run. Also was die, natürlich die Frage, ob man das gegebenenfalls auch immer mal so abändern kann, dass man Sachen, die man sowieso nimmt, eventuell rausschmeißt. Das war's schon mit dem Schild, oder was? Jetzt alles ein bisschen risikoreich, was ich gemacht habe. Okay, dann beenden wir das Ganze mal.
Wie scheiße, das ist jetzt so ein Explosivviecher auch noch. Sozusagen vor der Tür steht. So, was nehmen wir? EP-Verdienst nehmen wir diesmal. Schade. Projektilschaden. Waffenlevel. This will help me work harder. This makes my whole life better. Load up and get going, Miner. We have quotas to fulfill. After this, I'm taking the longest shower. Sick to the core of glyph it stink. And then I'm getting so drunk. That hit the spot. Gott, dauert das lange, bis man sich dadurch gearbeitet hat. We have a supply pod prepped for you. We need the LZ clear. Vielleicht müsste ich zu früh runter, ne? Aber das hat auf jeden Fall schon mal was gebracht. Oh. Das war richtig frech gerade. Ist da noch was Explosives? Ja, ne? Ja, da läuft noch ein Explosiver zwischen. Was? I love them. Oh mein Gott. Lebensregeneration hatte ich bisher noch gar nicht. Aber das doch. It's always so beautiful. Let's see how Hazard One feels. Oh, dann gehen wir wieder rein. Just the way I like it. Find the dreadnought. Eliminate the dreadnought. Return in time for sandwiches and beers. You can do this alone. Das ist ja eine dieser Aufgaben, die ich habe. Jetzt brauche ich tatsächlich noch einen so einen komischen Kristall. Oh Gott. Laufe ich schon so früh gegen so ein blödes Viech. I feel vitalized. The scavengers lit up like a Christmas tree. We got a swarm incoming. Landing zone ready. Impact imminent. Sure. Should have worn a hard hat, stupids. Ich habe keine Chance, immer Gold zu finden, wenn ich irgendwas abbaue.
Hat das jetzt noch nicht geklappt? Das ist scheinbar wirklich eine sehr kleine Chance. Da wäre das Schild vielleicht besser gewesen. Ich frage, ob so eine Massenvernichtungswaffe nicht erstmal besser gewesen wäre, ne? Anstatt so ein, ja, so ein auf ein Ziel viel Schaden machen. Oh Gott, ist da weg! Ich möchte durch! Objective completed. Excellent job. Ah ja, okay. Kälte, Elektro, das machen wir. Das ist schon der Boss. Bin ich denn da reingelaufen? Noch mitnehmen. Zeigen wir auch. Time's ticking, Miner. Move it! I'll take this one. Stage 1 completed. Well done. Taking you to stage 2. Knapp. Aber es war natürlich geplant. So, 35 mehr Schaden. Aller Medium-Waffen. Woran sich denn was Medium ist? This one's so mean. This one shoots the best. You know the drill, Miner. Fulfill your objectives and let's get out of here. I think we actually have a chance to make it out alive. Prepare to fight for your life. A big swarm is approaching. We've got a blocked landing site for the supply pod. Get it cleared out, Miner. I dive inside every time I have to pick up a few. What's that in that loop? Lauf mal schneller auf. Dann ist der Schwarm zumindest weg. So gut wie. Also diese grünen Viecher da, die halten echt eine Menge aus. Granate. Aber die Shotgun natürlich auch echt gut gewesen wäre. Ach, ich habe den Bonus noch gar nicht eingesammelt. Also ich sah ja noch mal eben hin. Aber nicht da lang.
Warum ist das eigentlich eine weibliche Stimme? Haben wir etwa einen weiblichen Zwerg? Ja, mal geklappt mit dem Gold. Da ist noch mehr. Aber die Bosse scheinen auch irgendwie zu wechseln, ne? Normalerweise war dieser Boss in Welle 1. Diesmal ist er in Welle 2. Objective completed. Excellent job. Was? Lass mich durch. Ich hau ja schon ab. Sind wir schon mal gekommen. Das ist jetzt eigentlich nicht so das Thema. Aber den nächsten Level überstehen, das ist ein Thema. Na gut, und den, dass ich den hier überstanden habe, das war das letzte Mal ja auch mehr Glück. Lass mich durch. Supply pod LZ is full of crap. Please clear it out. Ja, die größeren platzen alle irgendwie, ne? Nein. Möchte das noch nicht. Jetzt aufladen, bitte. Auch zu früh. Aber egal. Schaden. Noch einer. Warum ist denn der so schnell in die Luft geflogen? Scheiß.
Aber dem dauert es jetzt wieder so lange. Oh, es gab eine schöne Kettenreaktion. Es fehlt noch einer dieser Pilze. Haben wir das auch? Auch jetzt. Oh, das. Ja, aber ich kann sagen, das wird böse. Wenn der zu nah an mir dran platzt. Was sind Medium-Waffen? Ah ja, okay. Medium sind die beiden, da sind die Pfeile zu sehen. Das würde also beide stärken. Machen wir das doch. Das sind auch beides Projektilwaffen, obwohl ich den einen abgeändert habe. Naja. Jetzt will ich mal die Granaten ein bisschen stärken. Oh, hier gibt es noch einiges einzusammeln. Wahnsinn. So, lass mich da rein. Plenty more where that came from. Stage 4 is waiting for you, Miner. Oh, shit. I rarely pick one of these. Sure, why not? There's beasties to shoot and work to be done. Was auf die Art jetzt so sinnvoll ist, weiß ich nicht. Ich kaufe ja einfach jedes Mal alles, was ich mir leisten kann. Vielleicht macht es jetzt tatsächlich Sinn, auch mal irgendwie was aufzusparen. Umso wie jetzt gerade eben zum Beispiel auch eine legendäre Aufwertung kaufen zu können. Ne? Mal genau da an diesen Pilz ran. Okay, bei besonderem Gestein ist scheinbar die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass auch gleichzeitig Gold rauskommt mit dem Scanner. So eine Vermutung. Das sah jetzt einfach so aus. Schlau, oder? Ah, okay. Ich hätte, dass ich da so einfach rauskomme. Lass mal was platzen, bitte. Swarm incoming.
gehen wir lieber mal dadurch. Man kann das Gestein schon immer so ein bisschen für die Flucht nutzen. Von daher macht es ja doch auch dafür Sinn, immer mal die Effektivität des Grabens sozusagen zu verbessern. Ja, der Platz glaube ich auch, ne? Ja. Nicht so stark, aber Platz da auch. Oh Gott. Ja, ich musste da jetzt leider einmal so durch. Mal gucken, jetzt kommt gleich der nächste Boss. Oh, ist wieder so ein Elite-Schnitzer, nennt er sich. Oh, ist das? Zum Glück haben diese Dinger keine hohe Reichweite. Wahrscheinlich machen die viel Schaden. Ich bin jetzt immer so komische. Sind das Klingen? Objective completed. Excellent job. Platzen so schnell die einen. Einzusammeln hier oben. Aber ich riskiere es lieber nicht. Excellent work, Miner. Stage complete. Onwards to stage 5. Also wir zumindest mal in der letzten Stage. Mal gucken, was das so da so auf uns zukommt. It'll do. Cowabunga. Ach, die wäre auch fast voll aufgewertet gewesen. Here we go. You found the Dreadnought. Was ist das? Now you just need to make it come out of hibernation by destroying the cocoons. Show them what a single dwarf can do. Wie zerstöre ich die? Okay, so schon mal nicht. Einmal erst angreifbar, wenn ich genügend Schaden gemacht habe. Das wird insgesamt eine ganz üble Geschichte. Ja, jetzt schon so viele Gegner. Hier sind welche. Oh wow. Die raten, das war vom Reinlaufen gerade bis Platzen.
Dürfte der Endboss hier sein, ne? Weil die in den anderen Nestern eher so kleine Viecher sind. Kam gerade ein paar Schüsse auf mich zu. Ja, schön in den Gegner reingelaufen. Jetzt ein bisschen Heilung. War gar keine Heilung. Also gar nicht sowohl als auch. Das sind einfach zwei komplett verschiedene rote Rohstoffe. Ich wollte es so nicht. Komm ich da oben überhaupt noch durch? Bisschen mehr Selbstheilung gebrauchen. Ja, schade. Oh, nice. Fast durchgekommen. Oder was? Schütze. So, ich würde sagen, da gehen wir noch nicht hin. Wir möchten ja noch die Expedition abschließen. Aber vielleicht probieren wir einfach mal die Schützen aus. Mit einer Minigun. Machen wir mal. Auf geht's. Remember, you're on your own this time. There's no one to carry your body back to the drop pod if you fail. Might as well.
Könntest du mal wieder schießen? Das Nachladen dauert tatsächlich sehr, sehr lange. Swarm detected. Get ready. They'll be with you shortly. Ohne Brand, Brandgranate oder schwerer Revolver. Give me the spicy grenade. Ja, mit dem habe ich so leichte Schwierigkeiten, wann er schießt und wann er nicht schießt. Ach, in der Mitte. Oh mein Gott. Wie blind kann man sein? Manchmal dreht die Waffe völlig frei. Man haut alles, einfach alles weg. Und. Hä? Und dann gibt es wieder Momente, wo sie einfach überhaupt nicht feuert. Ich habe nach wie vor ein bisschen Probleme mit dieser Waffe. Sie scheint vor allem in die Laufrichtung zu feuern. Was natürlich mit meinen vorherigen Taktiken ja, ein bisschen kollidiert, würde ich sagen. Na komm, ein Schuss. Ein Schuss. Und rein. You made short work of stage one. Well done, Miner. Oh, baby. Tja, ich habe kein Elektro, aber wer weiß. Aber ich habe Brand, also Feuer. I rarely go for this one. Feels rare. Feels right. Your mission is clear. Get to it. When the damn box starts feeling like family, you know it's time to quit. Oh!
swarm is heading your way. Load up. Supply pod prepped and ready, Miner. We need you to clean up the landing zone. Schade. Also das Gefühl, dass sie, hab das Gefühl, dass es diese Dinger da bisher nur sehr selten gab. It's a little extra special. Yes, please. Wow. Ja, ich bin ein bisschen langsam durchs Gestein. Die Granaten fliegen ja manchmal sonst wohin, ne? Aber nicht wirklich gezielt auf Gegner. War ein bisschen merkwürdig. Schon mal irgendeine Aufwertung für meine Hauptwaffe gehabt? Glaube nicht, ne? Probier mal die andere neue Waffe. Ja, die hat tatsächlich nur eine Aufwertung. Liegt da einfach noch Gold rum, ne? Also ich krieg ja jede Menge Gegner platt, aber irgendwie, wenn es gegen die Bosse geht, ein Problem. The clock's ticking, Miner. Get it wrapped up. Nicht durch. Gimme.
Threat level keeps increasing. Oh. You need to work faster. Ich kann ja nicht einfach stehen bleiben. Problem ist, dass ich jetzt nochmal da durch muss. Durch diese Massen. Ja. Naja, okay. Also seine Hauptwaffe mag ich nicht. Ist das ein Brandschildgürtel? Naja, okay. Deswegen gibt es die Dinger wahrscheinlich seltener, weil das sehr, sehr mächtig ist. Gut. Ich denke, das soll es gewesen sein für heute. Ja, aber weitere Runden werden sicherlich folgen. Bis dahin auf jeden Fall schon mal vielen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like da, gerne Kommentare, wie ihr was vielleicht besser gemacht hättet oder anders gemacht hättet. Oder auch einfach, wie ihr das Spiel findet. Und ja, ein Abo wäre natürlich auch nett. Und wie gesagt, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.